Die heute noch meistgenutzten Grafikkarten sind teilweise 10 Jahre alt und es sind fast alles Modelle von einer Reihe, die aber die letzten Jahre von Nvidia komplett ignoriert wurde. Ist schon echt krass. Ein guter Grund also, sich Budget-Grafikkarten von beiden großen Herstellern genauer anzuschauen. Hol dir auf keinen Fall, also ernsthaft auf keinen Fall eine dieser... Laut der Steam-Hardware-Umfrage nutzen die meisten von euch nämlich noch Vorgänger von den GPUs aus diesem Video hier. Zum Beispiel noch eine 3060 von 2020, eine 1650 von 2019 oder sogar eine 1060 von 2016. Ganz ehrlich, es fällt mir schon schwer, den Begriff Budget-GPU überhaupt in dem Zusammenhang hier zu nutzen, weil 300 bis 400 Euro ist so ein Preisbereich. Da gab es vor 10 Jahren noch eine obere Mittelklasse-GPU wie die 970er-Reihe, mit der man wirklich alles auf maximalen Settings zocken konnte. Mittlerweile muss man in dem Preisbereich bei der Auflösung und auch bei den Grafikeinstellungen Abstriche machen. Aber keine Zahl wird so oft durchs Dorf gejagt und ist tatsächlich auch so wichtig wie der Grafikspeicher. Weil 8 GB VRAM gab es bereits 2015 in den GPUs und im Jahr 2025 dürften sie in einigen Games schon nicht mehr ausreichen. Und wie sehr das der Fall ist, können wir dir anhand von unseren Tests gleich ganz genau zeigen. Unsere drei Modelle sind die derzeit günstigsten Versionen ihrer Chips bei uns im Shop. Nämlich die Nvidia RTX 5060 Dual von Pellet, also der direkte Nachfolger der meistgenutzten GPUs da draußen. Und dann sehr spannend, zwei fast baugleiche AMD-Modelle, nämlich die RX 9060 XT von PowerColor in der Reaper-Ausführung. Das Spannende bei den beiden, sie sind mit der Leistungsaufnahme auf zwei Punkte baugleich, trennen derzeit nur 60 bis 70 Euro, aber bieten eben einmal 8 GB und einmal 16 GB VRAM. Also eine perfekte Voraussetzung, um zu testen, wie wichtig der Grafikspeicher eigentlich ist. Auch die RTX 5060 liegt in ihren Werten sehr nah an den AMD-Modellen, was sie zu einem guten Vergleich hier macht. Am Ende schaue ich mir dann auch noch die Benchmarks im Vergleich zu teuren 5060 Ti an. Aber willst du allgemein mehr zu den Grafikkarten der RTX 50er-Reihe und AMDs 9000er-Serie wissen, dann guck dir unseren großen Vergleich der Grafikkarten da oben an. Fangen wir unsere Benchmarks mit dem 8 GB Modell von AMD und PowerColor an, der Reaper RX 9060 XT. Erstmal positiv, es gibt kein Spulenfiepen, also dieses Grillen-Zirpen-Geräusch, das die Transistoren bei manchen Grafikkarten unter Last machen. Und was schon echt nerven kann, das gibt's hier nicht, das ist cool. Aber jetzt schau mal, was mit der 8 GB Variante hier in Cyberpunk passiert. Der VRAM ist mit maximalen Settings derart ausgelastet, dass das Game auch mit Upscaling in 4K und teilweise in 1440p Auflösung nicht mehr starten will. Selbst in 1080p ist es eine absolute Diashow. Ja, ich weiß, Path Tracing, also die Königsdisziplin der Raytracing-Berechnung, ist für eine Mittelklasse-GPU schon echt fies. Sollte 2025 aber jetzt auch kein absolutes No-Go mehr sein. Cyberpunk hat das Feature vor über 2 Jahren bekommen. Da muss sie einfach mehr schaffen als 6 Frames pro Sekunde in Full-HD-Auflösung. Hingegen läuft die 16 GB Version fast 300% schneller in 4K, was jetzt auch nicht unbedingt spielbar ist, da hier eben der schwächere Grafikchip limitiert. Aber in Full-HD und 1440p ist das Ergebnis einfach eine ganz andere Welt. Kurzer Einwurf. Von spielbar spricht man für Konsolengamer und eigentlich auch für Singleplayer-Games so ab 30 Bildern die Sekunde. Hörst du aber zur PC Master Race, also soll heißen, bist du so die Elite der PC-Gamer, dann willst du mindestens 60 Bilder die Sekunde haben oder vielleicht sogar dreistellige Bildraten, um von spielbar zu sprechen. So viel dazu. Zurück aber zu RX 9060 XT. Da beide Grafikchips identisch sind, sieht man hier besonders gut, wie allein der Grafikspeicher dafür sorgen kann, dass Games, die am Limit laufen, einen Bildratenboost von 580% und mehr bekommen. Klingt erstmal logisch. Grafikspeicher voll und Bildraten im Keller. Aber dass es anders geht, zeigt in Cyberpunk auch die RTX 5060 von Pellet hier. Sie managt nämlich ihren VRAM besser und ist in Full-HD sogar leicht schneller als die 9060 XT mit 16 GB. Sonst nur knapp dahinter. Cyberpunk ist aber allgemein auch ein Paradebeispiel für sehr gute Nvidia-Optimierung. Man merkt eben, dass Team Green ganze Horden an Entwicklern zu CD Projekt geschickt hat, um das Maximum hier rauszuholen. Das Game war immerhin auch ein Werbevehikel für Raytracing mit RTX. Einige Spiele laufen dafür auf AMD besser. Kommen wir gleich noch zu. Ja, sind scheiße deine Radeon.
Hier scheint Nvidia also einfach gute Arbeit geleistet zu haben. Aber das ist nicht immer so. Weil noch so ein Beispiel gegen die 8 GB Grafikkarten ist das neue Indiana Jones. You dork. Go back to the chess club. Auch wieder ein Spiel mit Raytracing-Implementierung direkt in der Game Engine. Das Grundgerüst des Spiels wurde auch hier mit grafikspeicherintensiven Oberflächen und eben aufwendiger Lichtberechnung entwickelt. Also eine sehr moderne Game Engine. Und da starten die beiden 8 GB Modelle schon nicht mehr richtig. Who's laughing now? Die 16 GB 9060 XT kommt in Full HD sogar noch auf spielbare Bildraten, solange Upsampling aktiviert ist. Zumindest für Konsolengamer. Ein weiteres Beispiel für die Schwäche von 8 GB GPUs in neueren Game Engines ist Assassin's Creed Shadows. Traditionell liegen Ubisoft-Titel vor allem AMD-Grafikkarten richtig gut. In dem Fall zeigt sich aber wieder ein deutlicher Unterschied zwischen der 16 GB Radeon und der 8 GB Radeon. 50% mehr Frames in Full HD-Auflösung. Das ist schon echt krass. Die Nvidia-Grafikkarte ist hier 26% langsamer als die 9060 XT mit 16 GB, lässt aber das 8 GB Modell deutlich hinter sich. Bis auf ein paar ältere Titel wie Assassin's Creed Mirage ist die RTX 5060 sonst auch meist schneller oder gleich auch wie die 9060 XT mit 8 GB, die mit ihrem beschnittenen Grafikspeicher weniger zurechtkommt als Nvidias Grafikkarte. So lässt sich nach unseren kurzen Benchmarks sagen, wenn beide gleich viel kosten und du wirklich auf diese Auswahl hier beschränkt bist, dann lohnt sich die RTX 5060 nach unseren Messungen einfach mehr. Das 16 GB Modell der 9060 XT spielt hingegen in einer ganz eigenen Liga und ist schon eher mit der teuren 5060 Ti vergleichbar. Dazu gab es zuletzt einige spannende Treiberentwicklungen von AMD, mit denen die neuen GPUs wie etwa die 9070 XT in vielen Games nochmal schneller wurden. 9% mehr Leistung in 1440p Auflösung waren laut TechSpot im Durchschnitt drin, bei 4K immerhin noch knapp 4%. Das alte Sprichwort, dass AMD Grafikkarten wie ein feiner Wein altern, scheint wohl dann wieder zu stimmen. In unserem Test haben wir für die 9060er bereits die neuen Treiber genutzt. Es gibt allerdings eine Sache, bei der die auch Treiber nichts mehr bringen. Falls du noch ein älteres Mainboard hast, das noch nicht PCIe 5.0 am Anschluss hier unterstützt, hol dir auf keinen Fall, also ernsthaft auf keinen Fall eine dieser 8 GB Grafikkarten. Weil wenn der Grafikspeicher, der ja jetzt schon sehr knapp ist, einmal voll ist, übernimmt die Schnittstelle die Kommunikation zum Arbeitsspeicher deines PCs. Und wenn die eben langsamer angebunden ist, wie hier via PCIe mit nur halber, achtfacher Anbindung, dann wird die Limitierung noch größer und die Grafikkarte einfach mal noch langsamer. Die Kollegen von Computerbase haben das am Beispiel der 9060 XT umfangreich schon ausprobiert. Und wenn du mehr dazu wissen willst, unten ist der sehr interessante Artikel verlinkt. Ist schon echt krass. Von dieser eher unschönen Warnung nun zu einer wichtigen Sache, die wir noch haben. Und es gibt einen Grund, warum wir die erst jetzt bringen. Die Temperaturen und die Lautstärke unserer GPUs. Die sind ohne Frage super wichtig. Aber abgesehen von einer relativ hohen Leerlauftemperatur beim 8 GB Modell von PowerColor hier, liefern die drei GPUs hier richtig gut ab. Also überraschend war für mich nur, das 16 GB Modell von AMD war durch die Bank weniger warm und ist trotz ähnlicher Lüfterdrehzahl und gleichem Kühler. Seltsam, aber womöglich auf Produktionsunterschiede zurückzuführen. Insgesamt zeigt sich hier aber, dass auch Einstiegsgrafikkarten mittlerweile keine Düsenjäger mehr sein müssen. Wobei, eine Sache noch zur 5060 von Pellet. Erstmal, ich mag Pellet. Bei der 5070 Ti neulich hatten die in der Einstiegsversion schon den besten Kühler überhaupt verbaut. Aber diesmal Plastik-Backplate und vor allem einen der härtesten Klebergerüche, die ich bei PC-Hardware in den letzten Jahren so erleben durfte. Das macht schon leicht Hype. Ist aber vielleicht auch eher ein Feature als ein Bug. Was meinst du denn? Lass es uns mal unten in den Kommentaren wissen. You were joking when you said that, of course. Yeah, right. Ansonsten überzeugt die 5060 aber dann im Betrieb mit der besten Effizienz im Leerlauf. 8 Watt sind schon richtig gut. Und zumindest eines der beiden AMD-Modelle ist auch sehr sparsam. Und es ist eben nicht das, was du denkst. Die 8 GB Version der 9060 XT verbraucht im Leerlauf fast doppelt so viel wie die beiden anderen Karten. Dazu wird sie wärmer und ihre Lüfter drehen minimal höher. Das wird jetzt nie unangenehm und auch nicht gefährlich für deine Hardware, aber ich habe da so meine Vermutung, warum die schwächere Karte hier wärmer und ineffizienter ist. Chips haben immer leichte Fertigungsunterschiede. Und womöglich selektieren AMD und PowerColor hier einfach die besseren Chips für das 16 GB Modell. In der Praxis nennt man sowas auch Binning. Ist aber nur eine Vermutung. Konzerne kontrollieren uns, nehmen sich, was sie wollen. Neuerdings sogar unsere Seelen. Wie sortieren sie sich also nun ins Leistungsranking ein und vor allem, wie ist die Preisleistung? Erstmal zur reinen Leistung, wobei die RTX 5090, da sie gerade halt die stärkste Grafikkarte ist, die entspricht 100%. Hier sortiert sich die RX 9060 XT mit 16 GB sogar knapp unter dem Niveau der 5060 Ti
mit 16 GB und schlägt das 8 GB Modell deutlich. Wobei dieses Ranking hier je nach gebenchmarkter Spieleauswahl auch wieder leicht anders aussehen kann. Die 5060 und die 8 GB Variante der 9060 XT fallen hingegen deutlich ab. Je nach Game sind es im Durchschnitt 15-25%. Wobei die starken Ausreißer in einigen Games das Ergebnis schon noch leicht verzerren. Noch weiter darunter sortiert sich in Zukunft übrigens die RTX 5050 ein. Die wurde ganz spontan von Nvidia auf den Markt geworfen und liegt laut ersten Tests nochmal 15-20% unterhalb der RTX 5060. Also knapp auf dem Niveau der RTX 4060. Und das dann für 260 Euro. Wenn dein Budget also wirklich nur bis 260 Euro geht, okay. Aber ist nur meine Meinung, spar lieber noch einen Monat länger und hol dir die 5060 oder sogar die 9060 XT mit 16 GB Grafikspeicher. Davon hast du auf lange Sicht einfach deutlich mehr. Denn wenn wir uns die Preis-Leistung in Bildraten pro Euro anschauen, sind sowohl die 5060 als auch die 9060 XT mit 8 GB top, aufgrund ihres Preises halt von knapp 300 Euro. Da schlagen sie die 9060 XT mit 16 GB hier deutlich. Das ist ja aber ein Fall, in dem ich die Bildrate pro Euro nicht als wichtigsten Faktor beim Kauf nehmen würde. Denn die Zukunftssicherheit der beiden 8 GB Grafikkarten ist eben durch ihren eingeschränkten Grafikspeicher viel geringer. Bereits heute sieht man die Einschränkung. Wie etwa in Indiana Jones. Lass es mich zum Abschluss nochmal sagen. Kauf keine 8 GB Modelle mehr, wenn du wirklich alle Games da draußen spielen willst. Auch wenn du ein älteres Mainboard hast, ist die Leistung der neuen 8 GB Modelle wegen der PCIe-Schnittstelle mit halber Anbindung einfach nochmals eingeschränkter. Selbst in unserem relativ schlanken Testfeld hier an Games haben wir schon einige Titel, die mit 8 GB Grafikkarten gar nicht mehr starten oder nur Dia-Shows statt flüssigem Spielspaß bieten. Und das Problem dürfte in Zukunft noch deutlich schlimmer werden. Ich bin echt kein Freund von Upselling. Aber hier muss ich einfach mal sagen, mindestens 12, aber noch besser 16 GB sind 2025 Pflicht und ja auch gut angelegtes Geld. Und die gibt es mittlerweile auch auf dem Gebrauchtmarkt oder eben als B-Ware günstiger. Und es ist schade, es ist echt schade, dass Nvidia und ja auch AMD in dieser Preisklasse nicht schon auf mehr Grafikspeicher setzen. Weil sonst leisten sich die Grafikkarten hier keine gravierenden Schwächen. Gute Kühlungen, sie sind leise, meist effizient dazu, ist alles gut. Nur diese VRAM-Sache. So gewinnt eben die 9060 XT mit 16 GB diesen Vergleich, trotz der schlechtesten Preis-Leistung. Aber weil die eben nur eine Momentaufnahme ist. Denn wenn die nächsten Monate Games rauskommen, die auf den anderen beiden Karten hier nicht mehr richtig laufen, sieht diese Wertung hier auch schon wieder ganz anders aus. Und ich glaube auch nicht, dass diese Generation wieder so einen Siegeszug in der Steam Hardware Survey antreten wird. Der Preis dürfte eher an die 5070er gehen. Was meinst denn du? Schreib es uns unten.